Der Festgottesdienst zum Landesernte-Dankfest in der St. Laurentiuskirche war sicher der Mittelpunkt des gelungenen Drei-Tage-Festes. Es hat nach meinem Verstehen aber einen Kernpunkt. Und das ist dieser Gottesdienst am heutigen Sonntag. Das mit Erntegaben und Erntekronen und Kränzen geschmückte Gotteshaus war voller Menschen. Unter ihnen auch Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich. Landesbischof Jochen Bohl hielt die Predigt, in der er an den Sinn des Erntedankfestes erinnerte. Chor, Orchester und Bläsermusik sorgten für eine festliche Stimmung. Der Auftakt des 13. Landesernte-Dankfestes war aber schon am Freitagabend. Im Festzelt auf dem Neumarkt wurde der traditionelle Erntekranz aufgezogen. Die Stimmung des mit 1300 Mann gefüllten Festzeltes war super. Und auch Auerbachs Oberbürgermeister Manfred Deckert hatte allen Grund zum Strahlen, denn er durfte das Fass Bier anstechen. Es gab noch viele Reden und Grußworte und es gab Geschenke für die Gesichter des Festes. Zum einen für Antje Georgi, der Erntekönigin Ade, und für die zwei Kinder, die auf vielen Plakaten mit zum Fest nach Auerbach einluden. Der Samstagmorgen startete schmackhaft. Vor der Fleischerei Möckel versammelte sich die gesamte Fleischerinnung und präsentierte eine 122 Meter lange Knackerwurstkette, die wie in einer Prozession zum Zelt des sächsischen Fleischerhandwerks getragen und dort zum Verkauf angeboten wurde. Premiere hatte an diesem Tag auch das Areal um den Schlosshof. Hier wurde zum ersten Mal mittelalterliches Dorfleben präsentiert. Die Straßen und Plätze der Stadt füllten sich zusehends. Und so fiel es schwer, an einem Platz lange zu bleiben. Denn es warteten eine ganze Menge Programmpunkte, Vorführungen und interessante Ausstellungen und Angebote auf die Besucher. Das Thema Ernte war allgegenwärtig. Sieger bei den Kränzen wurden die Landfrauen Irfers Grün und bei den Kronen gewann Ingrid Wendler aus Oberschaar bei Freiberg. Aber mal ehrlich, es waren alles Kunstwerke, die hier ausgestellt wurden. Über 7000 Besucher schauten sich in einer Woche die Kronen und Kränze an. Wir begaben uns für eine kurze Auszeit hoch über die Dächer von Auerbach auf den Kirchturm, lauschten den Bläsern und bestaunten bei herrlichem Wetter die wunderbare Aussicht. Am Nachmittag im Festzelt überreichte ein strahlender, aber sichtlich erleichterter Oberbürgermeister die Urkunde an die Ausrichterstadt im nächsten Jahr. Wurzen wird der Gastgeber des 14. Landesernte-Dankfestes sein. Oberbürgermeister Jörg Röcklin übernahm die Erntekrone. Und damit ging es zu Ende, das 13. Landesernte-Dankfest in Auerbach. Solche reißenden Fluten richteten in vielen Teilen Sachsens schwere Schäden an. Der Erzgebirgskreis blieb dank der fast überall abgeschlossenen Hochwasserschutzmaßnahmen weitestgehend verschont. Schaut man nach Aue, so stellt man am Tag nach den großen Fluten fest, dass wir im Vergleich zur Jahrhundertflut von 2002 mehr als glimpflich davongekommen sind. Das dürfte vor allem auch daran liegen, dass vor fast exakt einem Jahr die Baumaßnahmen zum Hochwasserschutz, zum Beispiel hier am Schwarzwasser, abgeschlossen wurden. Im Gebiet zwischen Nickelhütte und Hakenkrümme wurde der Fluss in vier Baubereichen für künftige Hochwasser entsprechend vorbereitet. Neben genug Auslaufflächen für das Wasser sind auch Steinwälle zu finden. Dass unter anderem diese Hochwasserschutzmaßnahme schon gut ein Jahr nach ihrer Fertigstellung den Extremfall durchläuft, hat keiner geahnt. Doch nun zeigt sich, wie nützlich die Investitionen am Schwarzwasser waren, um die Stadt Aue vor einer Katastrophe wie dem Hochwasser 2002 zu schützen.